Kommt jetzt der Immobiliencrash oder kommt er doch nicht? Wir alle haben turbulente Zeiten mit Höhen und Tiefen durch den ersten und nun zweiten Corona-Lockdown erlebt. Die Pandemie ist nach wie vor ein Thema mit ungewissem Ausgang für uns alle. Einige sagen, dass die Vorzeichen des Crashs nun eindeutig zu sehen sind und die Immobilienpreise fallen werden. Das würde man auch vermehrt an den Insolvenzen sehen und vor allem soll 2021 eine Insolvenzwelle Deutschland überfluten. Auch hätten die Immobilienzwangsversteigerungen zugenommen. Und wenn dich dieses Thema interessiert, dann bleib jetzt auch an diesem Video dran. Der Immo-Coach. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Der Immo-Coach. Mein Name ist Hakan Zitag und die Immobilienwirtschaft ist seit über 30 Jahren mein Zuhause. Und bereits im Februar und März hatte ich zwei Videos zur Corona-Pandemie und den möglichen Auswirkungen auf die Immobilienwirtschaft veröffentlicht. Und in diesem Video, knapp 10 Monate später, möchte ich ein Resümee ziehen und Stellung zu nehmen, ob die sogenannte Immobilienblase nun platzt und der Immobiliencrash kommt. Oder kommt er womöglich doch nicht? In diesem Video geht es vornehmlich um Wohnimmobilien und nicht um Gewerbeimmobilien oder Spezialimmobilien. Aber eines möchte ich dennoch nicht unerwähnt lassen. Es gibt nicht nur den Immobilienmarkt, sondern der Immobilienmarkt ist ein Teilmarkt, der sich in unterschiedliche Segmente aufteilt. Gewerbeimmobilien haben mit heftigen Corona-Folgen zu kämpfen und haben den gravierendsten Einschnitt in der Geschichte auch erlebt. Insbesondere Handel, Hotels und Gastronomie sind sehr schwer getroffen worden. Corona hat hier wie ein Brandbeschleuniger gewirkt und sehr viele Existenzen und deren Vermieter vor eine sehr große Herausforderung gestellt. Bei Gewerbeimmobilien wie Ladenlokalen, Büros, Fitnessstudios, Restaurants, Freizeitzentren, Hotels, Handel etc. ist meiner Meinung nach auch äußerste Vorsicht geboten. Denn hier rechne ich mittelfristig zumindest eher mit fallenden Immobilienpreisen. Und die Immobilieneigentümer, sprich Vermieter von Gewerbeimmobilien, müssen sich über alternative Nutzungsmöglichkeiten Gedanken machen, um keinen Totalverlust erleiden zu müssen. Kommen wir allerdings mal wieder zum Wohnimmobilienmarkt und dem möglichen Crash zurück. Wann kann man von einem Immobiliencrash überhaupt sprechen? Ganz einfach, wenn eine Immobilienblase entsteht. Und hier sollten wir erstmal den Begriff Immobilienblase genauer definieren, beziehungsweise wann eine Immobilienblase entsteht. Und hierfür gibt es 4 Kriterien. Erstens, eine Immobilienblase entsteht dann, wenn sehr viele Menschen bereit sind, einen höheren Preis für die Immobilie zu zahlen, als es tatsächlich wert ist. Zweitens, die Immobilienpreise sich innerhalb eines sehr kurzen Zeitraums in die Höhe schrauben, sprich die Preise überproportional steigen. Drittens, ein sehr hohes Preisniveau zu umliegenden Regionen erreicht wird. Und viertens, kreditgetriebene Immobilienkredite vergeben werden. Und jetzt sagen sicherlich einige da draußen, vielleicht auch du, ja, aber genau das ist doch aktuell der Fall. Dem möchte ich allerdings 5 Punkte entgegenstellen. Erstens, in den 7 größten Großstädten Deutschlands, wie München, Hamburg, Berlin, Köln, Stuttgart, Frankfurt und Düsseldorf, werden ca. 60.000 Wohnungen pro Jahr zu wenig gebaut, um die Nachfrage überhaupt bedienen zu können. Zweitens, Immobilien kann man trotz höherer Immobilienpreise so günstig wie nie finanzieren. Und die extrem niedrigen Zinsen von teilweise sogar 0,75% sorgen dafür, dass der Traum einer eigenen Immobilie nicht nur ein Traum bleibt, sondern man sich diese im Gegensatz zu den Zeiten mit 5-8% Zinsen einfacher leisten kann. Und das sorgt natürlich nach wie vor dafür, dass die Nachfrage nach Immobilien, Wohnimmobilien, so groß wie nie sind. Drittens, inflationsbereinigt sind die deutschen Immobilienpreise weltweit noch mit am günstigsten. Und wir sind gerade mitten in einer Inflationsphase. Denn die Milliarden von Banknoten, die in den Markt gepumpt werden, sorgen dafür, dass unser Geld auf dem Konto stetig weiter an Wert verliert. Viertens, es gibt kaum andere Anlagemöglichkeiten, die so sicher wie Immobilien sind, da diese als wertsichere Anlage gelten und es auch seit Jahren, vor allem nach jeder Krise, immer wieder
unter Beweis gestellt haben und es auch tun. Fünftens, in Deutschland werden keine kreditgetriebene Immobilienkredite vergeben. Nur wenn die Bonität, also deine Bonität stimmt, du es dir also tatsächlich leisten kannst, werden auch Immobilienkredite vergeben. Kurzum, meiner Meinung nach sind wir noch sehr weit weg entfernt von einem Immobiliencrash oder der sogenannten Immobilienblase, was zumindest für den Wohnimmobilienmarkt angeht. Vielmehr ist der Wohnimmobilienmarkt sogar sehr robust und die Immobilienpreise steigen weiter. Und wenn du die Hoffnung hast, dass Häuser oder Eigentumswohnungen für die Eigennutzung günstiger werden, dann muss ich dich für A- und B-Lagen leider enttäuschen. Denn wenn du denkst, du musst noch mit deinem Geld auf dem Konto warten, dann bedenke bitte auch immer die Inflation und die Negativzinsen, die dein Vermögen langsam aber sicher auffressen können. Und dein Geld, was du noch auf dem Sparbuch hortest, wird höchstwahrscheinlich in einigen Jahren nicht mehr das gleiche Wert haben, was es heute hat. Und ich gebe zu, dass wir alle eben noch nicht genau einschätzen können, was für Folgen die Pandemie auf die Wirtschaft hat. Und diese können natürlich auch zeitverzögert eintreffen. Aber eins müssen wir festhalten. Nach jeder Krise, ausnahmslos, nach jeder Krise hat sich die Weltwirtschaft immer sehr schnell erholt. Und die Immobilieneigentümer gehörten meist immer zu den Gewinnern. Lass uns mal versuchen, die Reise der möglichen Immobilienpreise zu erkunden. Nach dem Gutachten des Rates der Immobilienweisen, dies ist der zentrale Immobilienausschuss, sprich abgekürzt ZIA, steigen die Immobilienpreise, doch nicht überall. Auch die Postbank und das Hamburgische Weltwirtschaftsinstitut, HIWW, haben eine Prognose bis 2030 für 401 Städte und Kreise erstellt. Und hier steht, ich zitiere, wir sehen keine Anzeichen für eine Blase, die krisenbedingt platzen könnte. Ganz im Gegenteil, aus unserer Sicht ist der deutsche Immobilienmarkt nach wie vor ein Stabilitätsanker. In diesem Gutachten prognostiziert die Postbank bei über 50% der 401 kreisfreien Städte bis 2030 einen weiteren Anstieg der Immobilienpreise. Vorsichtig betrachtet und inflationsbereinigt dürften die Immobilienpreise real in den Big Seven, also die sieben größten Städte Deutschlands, München um 1,7%, Düsseldorf um 1,21%, Köln um 1,06%, Berlin um 1%, Hamburg um 0,95%, Stuttgart um 0,91% und Frankfurt um 0,8% pro Jahr steigen. Wohlgemerkt, inflationsbereinigt. Du musst also die aktuelle Inflation immer noch dazu addieren. Aber die größten Preissteigerungsraten erwarten die Fachleute nicht mehr in den Großstädten, sondern eher in den Speckgürteln der Ballungszentren sowie in attraktiven Mittelstädten. Also nach diesem Gutachten zufolge werden wir in A- und B-Lagen keine fallenden Preise sehen. Anders wird es sicherlich höchstwahrscheinlich in C- und D-Lagen verhalten, sprich der Pampa, eben da, wo keiner mehr hin will. Laut meinen eigenen Beobachtungen sind seit Corona die Preise für Eigentumswohnungen in den begehrten Großstädten hingegen im Schnitt um zwischen 7-10% sogar gestiegen. Vielmehr hat Corona noch mehr Benzin ins Feuer gegossen, sodass die Immobilienpreise nach meinen Zahlen sogar noch schneller gestiegen sind, als wie im Durchschnitt bisher mit 5,5%. Es ist nicht nur eine Behauptung von mir, sondern die Wirklichkeit. Denn Immobilien, die wir letztes Jahr im Jahr 2019 in Köln im Durchschnitt noch für ca. 4.500 bis 5.500 € pro Quadratmeter verkauft hatten, haben wir seit April 2020 bereits für 5.000 bis 6.200 € pro Quadratmeter verkauft. Und wenn wir eine Immobilie, sei es Eigentumswohnung oder Haus inseriert haben, kommt es fast in allen Fällen immer auf das Gleiche hinaus, das Bieterverfahren. Oder ein anderes Beispiel. Erst kürzlich haben wir ein Mehrfamilienhaus in Köln zum Faktor von 38 verkauft. Ich wiederhole es hier nochmal. Faktor 38, also jenseits von Gut und Böse.
Und der Käufer war übrigens jemand, der zu viel Geld auf dem Konto hatte und sein Geld einfach sicher parken wollte. Und in Deutschland haben wir noch sehr viele Menschen und Family Offices, die mit zu viel Geld auf dem Konto das einfach sicher parken möchten. Und es kommt meist immer noch einer weiter um die Ecke, der mehr bezahlt, als du bereit bist, dafür zu zahlen. Zudem steigen die Immobilienpreise eben für Ein- und Zweifamilienhäuser mit ca. 8,6% pro Jahr wesentlich schneller als die von Eigentumswohnungen. Und das könnte natürlich eben auch damit zu tun haben, dass die Nachfrage nach Eigenheimen durch die Corona-Pandemie und eben der Homeoffice-Möglichkeit noch weiter gestiegen ist. Vor allem Gesellschaftsschichten mit höherem Einkommen möchten immer öfter von zu Hause aus arbeiten. Und genau das wird sehr höchstwahrscheinlich auch die Immobilienpreise für Ein- und Zweifamilienhäuser in Randlagen der Ballungszentren bzw. eben auch in den Mittelstädten weiter steigen lassen. Und angesichts Lockdown und Ausgangsbeschränkungen sind Immobilien mit größeren Wohnflächen, einem eigenen Garten, die Nähe zur Natur und guter Infrastruktur gefragter denn je. Und ich hoffe, du konntest meinen Ausführungen folgen und kannst nachvollziehen, dass wir eben noch sehr weit entfernt sind von einem Immobiliencrash, was zumindest den Wohnimmobilienmarkt angeht. Und in meinen beiden zuvorigen Videos im Februar und März hatte ich bereits folgende Statements abgegeben. Hier habe ich gesagt, der deutsche Immobilienmarkt war, ist und bleibt nach wie vor stabil. Der Immobilienmarkt in Deutschland war, ist und bleibt stabil. Allerdings mit einer kleinen Ergänzung. Sofern du im richtigen Teilmarkt des Immobilienmarktes investiert bist. Und heute möchte ich mein Statement weiter ergänzen. Der deutsche Immobilienmarkt war, ist und bleibt stabil. Sofern du im richtigen Teilmarkt des Immobilienmarktes investiert bist. Und zwar dem Wohnimmobilienmarkt. Ich habe also kein Zweifel daran, dass die Kaufpreise in den Ballungszentren sowie deren Speckgürtel und guten Mittelstädten weiter steigen werden. Und diese Faktoren sind dafür entscheidend. Der Zuzug in die Großstädte dauert nach wie vor weiter an und es wird zu wenig gebaut, um die Nachfrage überhaupt befriedigen zu können. Zudem bekommt Homeoffice eine immer größere Bedeutung, so dass das Eigenheim noch attraktiver wird, als es bisher eh schon war. Wohnen ist ein Grundbedürfnis und weil die Menschen immer irgendwo wohnen müssen, teilweise jetzt mittlerweile eben auch wohnen und arbeiten, ist die Immobilie ein stabiles Investment. Und deswegen sehe ich nach wie vor keine Immobilienblase auf dem deutschen Immobilienmarkt, zumindest in A- und B-Lagen nicht, die irgendwie platzen könnte. Also kurzum, bei Wohnimmobilien musst du dir eigentlich keine Sorgen machen, außer deine eigene Immobilienblase könnte dir einen Strich durch deine Rechnung machen. Und weil du vielleicht zu teuer und unbedacht gekauft hast und dich somit womöglich übernommen hast. Damit du nicht in eine teure Falle tappst, empfehle ich dir, meinen Kanal zu abonnieren und dir sämtliche Videos meiner Playlist für Käufer anzuschauen. Das verlinke ich dir hier oben. Denn hiermit hättest du schon mal einen guten Überblick darüber, worauf du beim Kauf deiner Immobilie achten solltest, wie du Immobilien bewertest und den Preis verhandeln kannst. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei, falls du es in Betracht ziehen solltest, eine Immobilie kaufen zu wollen, und habe zeitgleich auch eine große Bitte an dich. Übernimm dich bitte nicht. Manchmal macht es keinen Sinn, auf Teufel komm raus, eine Immobilie kaufen zu wollen, nur um des Kaufens Willens. Überprüfe die Immobilie, für die du dich interessierst. Mach einen ordentlichen Kassensturz und mach bitte einfach keine teuren Fehler. Und wenn du Verkäufer sein solltest, dann schau dir am besten meine Playlist für Verkäufer an. Das verlinke ich dir hier oben. Und wenn du einen Profimakler brauchst, der dich beim Verkauf sicher und gut zum Notar führt, dann ruf mich gerne an. Dein Hakan, der Immocoach.